Wie cool ist es, dass wir eingeladen wurden, unseren berühmten Kirschkuchen im Rainbow TV zu backen? Ja, ich kann es kaum erwarten, unsere absolut fantastischen Backfähigkeiten zu zeigen. Missy! Willkommen bei Rainbow TV. Ich werde euch bei den Vorbereitungen helfen. Danke für die Einladung, Missy. Posh, schaust du bitte, ob wir alles für den Kuchen dabei haben? Na klar, Chef. Es ist alles da. Pflanzenöl, Mehl und Zucker, Kirschen und ein Papikornei. Ein Papikornei? Oh, sie ist so niedlich. Und so hungrig. Oh, rette die Zutaten. Rette mich. Puh, danke, Missy. Das war knapp. Was sollen wir denn jetzt mit dir machen? Egal was, tut es schnell. Ihr seid in 5 Minuten dran. Wie können wir dieses Papikorn glücklich machen und all diese Sachen rechtzeitig ins Studio bringen? Ich habe eine Idee. Okay, die Zutaten sind drin. Woher wusstest du, dass das funktionieren würde? Ich hatte das Gefühl, dass dieses Papikorn hilfsbereit und hungrig ist. Ich habe ihr vielleicht auch versprochen, den Kuchen zu bekommen, wenn wir fertig sind. Seid ihr bereit? Ihr seid dran. Ihr seid dran in 3, 2, 1. Willkommen zurück bei Rainbow TV. Wir sind hier, um unseren berühmten Kirschkuchen zu backen. Zuerst gibst du Zucker und Mehl in eine Schüssel. Ich hab doch gesagt, sie ist hilfreich. Und immer noch hungrig. Hey, versprochen ist versprochen. Jeder Teil ist dein Lieblingsteil. Das könnte schwieriger sein, als ich dachte. Gib mir mal das Popcorn, DJ. Shh, komm schon, Dearie Queen, das ist mein Lieblingsteil. Du hast jeden Teil von Angel's High schon 15 Mal geschaut. Jeder Teil ist dein Lieblingsteil. Hey, Mo, dieser neue Synthesizer ist einfach himmlisch. Kein Problem, Sibi. Ich liebe es, technische Geräte für meine Freunde zu bauen. Was ist das für ein himmlischer Beat, den ich höre? Du musst bei meiner Modenschau auflegen. Wirklich? Ich mach's. Danke, Sibi. Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet. Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet. Siehst du? War das nicht unglaublich? Lass es uns noch einmal anschauen. Alle lieben Angels High. Aber ich habe in 5 Minuten Tanztraining. Ich habe eine Idee. Was wäre, wenn ich bei einer Modenschau auflege? Wie in der Show. Ja, genau wie in der Show. Entschuldigung, DJ, wir veranstalten gerade keine Modenschau. Das könnte schwieriger sein, als ich dachte. DJ, ich brauche keine Musik für meine Zaubertricks. Oh, Mist. Wir haben bereits eine Jukebox hier im Twinkle Star. Aber wenn sie jemals kaputt geht, rufe ich dich als erstes an. Wie soll ich wie Sibi sein, wenn niemand meine Hilfe braucht? Nun, Kumpel, das ist eine Fernsehsendung. Nicht alles im Leben läuft so einfach, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Nicht? Ja, aber das ist in Ordnung. So lernen wir, flexibel zu sein. Manchmal, wenn wir versuchen, einen perfekten Plan zu machen, verpassen wir die guten Dinge, die wir überhaupt nicht erwartet haben. DJ, da bist du ja. Wir haben gerade eine Last-Minute-Vorstellung im Rainbowville Park bekommen und wir brauchen dich als DJ für unsere Tanzshow heute Abend. Wirklich? Siehst du, was habe ich dir gesagt? Es ist keine Modenschau, aber eine Show. Es ist sogar noch besser, weil es unsere eigene Sache ist und ich meinen Freunden helfen kann. Danke, Deej. Könntest du den Satz aus der Show für mich sagen? Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet. Ich liebe es, solche Probleme zu lösen. Was ist das? Leute, Missy wird jeden Moment hier sein.
Ich bin so aufgeregt. Ich liebe Geburtstagsüberraschungspartys. Ihr wisst alle, was zu tun ist. Wenn Missy auftaucht, schalte ich die schicken Partylichter an. Bonbon und ich rollen diesen riesigen Kuchen heraus. Ich drehe die Musik auf und wir rufen... Alles Gute zum Geburtstag, Missy! Da kommt sie. Versteckt euch alle. Posch, wo bist du? Ich bin bereit zum Eislaufen. Oh, wie schön. Oh, lecker. Jetzt! Alles Gute zum Geburtstag! Was ist passiert? Meine Lautsprecher haben anscheinend die gesamte Energie von den Lichtern abgesaugt. Ups. Was machen wir jetzt? Ich schaue mir den Stecker an. Ich liebe es, solche Probleme zu lösen. Puh. Vielleicht hilft das hier. Nichts. Wie soll ich das reparieren? Was ist das? Alles Gute, Missy. Hier ist ein kleines Geschenk für meine liebste Problemlöserin. Liebe Grüße, deine gute Fee? Oh, Posch, ich habe was gefunden. Ich glaube, das könnte helfen. Lass es uns öffnen. Himmlische goldene Eier! Ich habe eine Idee. Wir können sie verwenden, um unsere Party aufzupeppen. Großartige Idee. Los, alle zusammen. Leg los, DJ. Danke, Bubukorns. Accessoires für die Haare. Die sind besser als Partyhüte. Ein riesiges Paillettenherz. Wow, das sieht so gut aus. Jetzt sind wir bereit zu rufen. Alles Gute zum Geburtstag, Missy. Danke, Leute. Aber ich frage mich immer noch, wer meine gute Fee war. Wahrscheinlich jemand, der weiß, dass du gerne Probleme löst. Oh, du hast recht. Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Uns unsere Kandidaten jetzt auf die Bühne holen. Wir haben dir etwas zu zeigen. Rainbow, Rainbow, Rainbow Horns! Okay, perfekt. Los geht's, Glitzy. Gute Arbeit, Itzy Glitzys. Genau rechtzeitig. Wir haben Castings gemacht und sind jetzt bei den letzten drei. Lasst uns unsere Kandidaten jetzt auf die Bühne holen. Hallo, ich bin Dairy Queen, das Rentierkorn vom Nordpol. Und meine charakteristische Tanzbewegung wurde mir von meinem Vater Prancer beigebracht. Es ist der Rentiertanz. Hallo, ich bin Cecilia, das Robbenkorn aus Malibu, Kalifornien. Und wenn es eine Sache gibt, mit der ich mich auskenne, dann ist es Kuscheln. Ah, oh, wie süß. Es gibt zwei Dinge, mit denen ich mich auskenne. Kuscheln und Shuffeln. Meine charakteristische Tanzbewegung ist der Robben-Shuffle. Und ich bin Goldie, das Schneckenkorn aus Schneckenburg, Michigan. Und ich bewege mich vielleicht langsam, aber ich kann definitiv gleiten. Meine charakteristische Tanzbewegung ist das Schneckengleiten. Also, wer wird es, Missy? Oh, ich muss eine Entscheidung treffen? Ja, es liegt ganz bei dir. Wähle den Tänzer für die Bühnenshow aus und schicke die anderen beiden nach Hause. Nur einen Moment. Was soll ich nur tun? Vielleicht schaue ich in diesen Wunschbrunnen. Das ist doch, was Menschen tun, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, oder? Ja, eine schwierige Entscheidung. Heiliger Bimbam, du kannst sprechen? Oh, Wunschbrunnen geben immer großartige Ratschläge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nur einen Tänzer auswählen, aber sie sind alle gut. Vielleicht siehst du nicht alle Möglichkeiten. Du hast recht. Ich habe andere Möglichkeiten. Danke, Wunschbrunnen. Nettes Kind. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich bin zurück. Das ist großartig, denn wir haben dir etwas zu zeigen. Wir können all unsere Tanzbewegungen machen. Zusammen. Hüpfen, schaffeln, gleiten. Hüpfen, schaffeln, gleiten. Hin und her, her und hin. Hüpfen, schaffeln, gleiten. Wow, ja. Ihr seid alle in der Show. Yay. Yeah. Es ist Zeit, die Tore zum Sparklefest zu öffnen. Sind alle bereit? Ja. Wir haben alles. Dann hat das Sparklefest begonnen. Rainbow, Rainbow Corns. Yeah! Oh, Dolly, woran arbeitest du gerade? Ich habe mein geheimes Projekt abgeschlossen. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Hallo,
ihr da draußen in der Glitzy-Gang. Phoenix der Toucan hier. Ich möchte euch nur über alle kreativen Projekte auf dem Laufenden halten, an denen wir hier im Shimmershop arbeiten. Wie ihr wisst, sind die Itzy Glitzys die kreativsten Designer in Rainbowville. Oh, Dolly, woran arbeitest du gerade? Dieser Schmuck ist Musik für meine Ohren. Wortwörtlich. Ja, ich arbeite auch an Ohrringen. Aber die sind noch nicht ganz fertig. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Hast du Glimmer gesehen? Sie arbeitet schon den ganzen Tag in ihrem geheimen Labor. An ihrem geheimen Projekt. Geschafft! Ich habe mein geheimes Projekt abgeschlossen. Kommt rein, ich zeige es euch. Wow, hier war ich nie drin. Ich habe etwas erschaffen, das die Modewelt auf den Kopf stellen wird. Den Modethron 3000. Wow. Diese Maschine lässt jedes Accessoire glitzern. Packe diese rosa Schleife in die Maschine und sie glitzert. Probier es mal mit Dollys musikalischer Tiara. Okay, aber sei vorsichtig. Ich habe da viel Arbeit reingesteckt. Das wird schon, ich verspreche es. Oh oh. Ein Astronautenhelm? Überhaupt nicht mein Stil. Ein kleiner Fehler im Prozess. Ich schicke ihn nochmal durch. Was? Eine Ananas? Das ist nicht mal ein Hut. Und das glitzert nicht mal. Das könnte etwas dauern. Nein, nein, nein! Vielleicht ist Modedesign mit einer persönlichen Note doch besser. Jetzt werde ich niemals rechtzeitig für das Sparkelfest fertig sein. Wir kriegen das hin. Wir arbeiten besser als Itzy Glitzy Team. Seid ihr dabei? Los, Glitzy! Ich liebe es, ein Jelly Shake Rainbow Corn zu sein. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns! Backen und singen, es riecht so gut. Wir machen Süßigkeiten, wir sind so gut. Ich liebe es, ein Jelly Shake Rainbow Corn zu sein. Ich auch. Und unsere Gäste werden diese schicke Dinnerparty mit dem besten Food Truck von Rainbowville lieben. Leckere Desserts! Candy, wo ist das Essen? Was? Es ist weg! Bubu-Korns, habt ihr das Essen auf den Tisch gestellt? Unsere Gäste werden jeden Moment eintreffen. Wir sind da! Oh nein! Bonbon, du musst sie ablenken, während ich mir was einfallen lasse. Hi, Missy und Posh. Wir freuen uns auf alle eure leckeren Desserts. Ich auch. Hey, habt ihr herausgefunden, was mit diesem Zauberspruch passiert ist? Das haben wir nie herausgefunden. Irgendwann werde ich lernen, den Trick richtig zu machen. Denkt nach, Candy. Ich habe Eiscreme und Schokolade und diese leckeren Beeren. Oh nein, das ist gar nicht gut. Wann fangen wir an? Oh, warte, wir können uns noch nicht hinsetzen. Wir warten noch auf DJ und Wakey. Wir sind hier. Sorry für die Verspätung. Macht nichts. Ihr hättet euch ruhig noch etwas Zeit lassen können. Kein Stress. Nein, nein, nein. Nun, ich denke, jetzt ist Zeit zu essen. Ja, jetzt wo alle da sind, lasst uns hinsetzen und Candy wird uns alle Desserts bringen. Wow, das ist genau das, was ich wollte. Ich auch. Ich habe seit Jahren keinen Bärenschoko-Eiscreme-Kuchen mehr gegessen. Woher wusstest du das? Ich habe nichts. Nichts? Außer dem Lieblingsdessert aller. Oh, der Zauberspruch sagte, Fee, Zauberer, Elfe, ich wünsch mir her, gib meinen Freunden ihr Lieblingsdessert. Der Zauberspruch hat Candy geholfen, die Lieblingsdesserts von allen zu machen. Puh, guten Appetit.